42 auf der Interstate 4. Könnte ein Code-3-Einsatz sein. Alle Einheiten, Achtung. Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung an. Thank you.
41. Alle Officers in der Nähe bitte melden. Kingfisher Road. Könnte ein Code 3 Einsatz sein. Officer meldet sich Kontakt zu Racer und verfolgt ihn. Einheit ist Code 3 und fordert Unterstützung an. Ich verliere den Verdächtigen. Er zieht davon. Verdächtiger scheint sich von Verfolgern abzusetzen. Haben wir Einheiten, die helfen können? Thank you.
Verstärkung an. Kontakt verloren, Kontakt verloren. Verstanden, warte auf Order. Over. Ich habe das Ziel nicht gestoppt und die Verfolgung geht weiter.
überfliegen Verdächtigen und haben Sichtkontakt. Verdächtiger entkommen. Streife fortsetzen. Das ist eine offene Erklärung an alle Street Racer. Ich bin nicht dein Feind. Keine Bedrohung. Ich bin dein Rivale. Ich lasse dich härter fahren. Ich gebe dir einen Sinn. Die Polizei nannte uns ein Netzwerk von Rasern und führte uns als organisierte kriminelle Gruppe. Bis heute war das eine Lüge. Bis heute waren wir nicht organisiert. Und wir waren kein Netzwerk von Gesetzlosen. Aber heute wird die Lüge zur Wahrheit. In der letzten Stunde erhielten mehrere Agenturen ein Video von jemandem, der sich als Zephyr ausgab. Wie er sagte, wolle er alle Street Racer und Polizeikräfte offen herausfordern. Im Video zeigte er eine Karte mit einer Route, auf der Racer und Cops ihre Rivalität ein für allemal klären könnten. Während Polizeikreise dies als eine Kriegserklärung der Renn-Community werteten, behauptet Zephyr, dies sei, Zitat, die ultimative Reality-Show. Hier endet es. Jetzt endet es. Heute endet es. Jetzt. Hier. Jetzt endet es.